Moin Leute! Egal ob bei Experimenten im Chemie-, Labor oder daheim beim Grillen, ein Feuer kann schnell außer Kontrolle geraten. Damit nicht die ganze Schule oder euer Haus daheim abbrennt, schauen wir uns jetzt an, was für Möglichkeiten es gibt, ein Feuer zu löschen. Auf geht's! Damit ein Feuer brennen kann, müssen drei verschiedene Dinge vorhanden sein. Zum einen ein brennbarer Stoff, also wenn ihr ein Lagerfeuer macht, zum Beispiel Holz. Dann muss es noch warm sein, ohne Wärme bekommt ihr das nicht an. Und als letztes muss es genug Sauerstoff geben, ohne den kann die Verbrennung nicht weiter ablaufen. Und um das Feuer jetzt zu stoppen, muss man einen oder mehrere der drei Faktoren wegnehmen. Zum Beispiel den brennbaren Stoff dem Feuer entziehen. Also kein Holz mehr aufs Lagerfeuer legen oder bei einem Bunsenbrenner das Gas abdrehen. Natürlich kann man das aber nicht immer. Wenn das nicht geht, entzieht man dem Feuer die Wärme. Das gelingt zum Beispiel dadurch, dass man Wasser auf ein Feuer gießt. Das Wasser verdampft und die hierfür nötige Wärme nimmt es dem Feuer weg. Die letzte Methode wäre einfach, das Feuer zu ersticken, ihm also den Sauerstoff wegzunehmen. Dass das klappt, seht ihr, wenn ihr ein Teelicht mit einem Glas abdeckt. Ohne Sauerstoff geht das nach kurzer Zeit aus. Aber welche Mittel hat man eigentlich konkret zum Löschen zur Verfügung? Das einfachste und für viele Fälle geeignete Mittel ist Wasser. Das hat man meistens schnell zur Hand und es eignet sich auch super, um ein Lagerfeuer zu löschen. Feuerlöscher sind auch eine Option. In den Schulen sind sie auf alle Fälle und vielleicht besitzt ihr auch ein Zuhause. In denen können jetzt Wasser, Pulverschaum oder auch nicht brennbare Gase wie CO2 drin sein. Was genau, das seht ihr auf dem Löscher. In den Schulen gibt es oft auch Sand. Der ist nicht zum Spielen da, sondern auch damit kann gelöscht werden. Und falls mal ein Mitschüler in Flammen steht, gibt es auch noch Löschdecken, in die man den dann einwickelt. Dadurch kommt wieder kein Sauerstoff zum Feuer und es erstickt. Also alles in allem gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr ein Feuer löschen könnt. Vorsichtig müsst ihr aber vor allem in der Chemie, aber auch in der Küche mit spezielleren Bränden sein. Als erstes betrachten wir hier den Fettbrand. Also wenn eine Pfanne voll Fett auf eurem Herd brennt. Die erste Reaktion wäre, ihn mit Wasser zu löschen. Aber genau das wäre das Schlimmste, was ihr tun könnt. Das Wasser verdampft schlagartig und reißt Fett mit sich. Das fliegt im Zimmer umher und steckt noch mehr in Brand. Um so ein Feuer zu löschen, gibt es spezielle Feuerlöscher, die auf dem Fett eine Schicht bilden. Diese Schicht verhindert, dass das Fett weiter mit Sauerstoff reagiert und erstickt es somit. Wenn man sowas nicht im Haus hat, kann man vorsichtig versuchen, einen Deckel auf den Topf zu legen. Auch hier kann kein Sauerstoff mehr zum Fett gelangen und das Feuer geht aus. Auch bei Metallbränden in der Schule muss man sehr vorsichtig sein. Der erste Reflex, Wasser drauf zu kippen, wäre auch hier ein Fehler. Bei heißen Metallbränden würde sich das Wasser in seine Elemente Wasserstoff und Sauerstoff zersetzen. Die bilden dann aber im schlimmsten Fall ein Gemisch, das zu einer Knallgasexplosion führt. Deshalb hier kein Wasser benutzen. Auch ein CO2-Löscher wäre hier schlecht. Viele Metalle brennen auch mit Kohlenstoffdioxid, so zum Beispiel Magnesium. Deshalb wird für Metallbrände entweder spezielles Löschpulver oder aber viel Sand verwendet. Beides trennt das brennende Material vom Sauerstoff und erstickt somit das Feuer. Also einer der drei Faktoren vom Verbrennungsdreieck muss entfernt werden, um das Feuer zu löschen. Und bei Fett- und Metallbränden darf eben kein Wasser und kein CO2-Löscher eingesetzt werden. Falls euch die Reaktion von einem brennenden Metall mit Kohlenstoffdioxid interessiert, dann schaut euch das Video hier an. Da verbrennt Magnesium in Kohlenstoffdioxid-Umgebung. Schreibt mal in die Comments, wenn ihr schon mal ein Feuer gelöscht habt und was das für eins war. Ansonsten lasst nichts anbrennen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.